Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splatoon 2 mit mir, dem Poterzo. Immer noch beim Splatfest mit dem grandiosen Team Mayonnaise. Boah, das hat geklappt, noch gut. Ich kann das hier, glaube ich, so gut einschätzen. So, das war, würde ich mal sagen, das war gar nicht so kacke, die Aktion. Nein. Kacke. Hätte ich vielleicht noch eine Granate oder vielleicht mal meine Ulti machen können. Das wäre vielleicht logisch gewesen. Bestimmt. Gut. Was ist hier gerade passiert und wie ist der rübergekommen? Der ist doch eindeutig runtergefallen. Ja, Chris Dollar ist ein Cheater. Ich hab nicht gesehen, wo er war. Ich dachte, er wäre unter mir. Ich wollte dich überraschen. Aber habt ihr das gesehen? Wenn er keine Tinte hat, dann sieht er wirklich so aus wie ein leerer Tintenroller. Wir haben ihn tatsächlich erledigt. Wo kam der? Weißt du, ich hab den gerade getötet. Woher kam der denn jetzt schon wieder her? Ich bin kacke. Weißt du, der ist auch rot. Weißt du, der ist nicht kacke, der ist die Tagewoche. Entschuldigung, Leute. Ne. One-Hit, willst du mich verarschen? Oh, ja, weißt du, das ist bestimmt hier wieder Level 20, also wieder spielen. Ich weiß, das ist gefährlich, was ich gerade mache, hier um Ecken schießen einfach. Aber es klappt gerade. Wäre ich das dann genau diese Fläche, die mit der wir dann gewinnen? Okay, vielleicht ein paar Granaten hier hin. Oh, komm. Na, ich wollte nur vielleicht eine Granate werfen. Nee, das haben die gewonnen. Schade. Weißt du, ich hatte gerade ein Spiel, während das hier neben mir rendert, hatte ich gerade ein Spiel, das lief super, super toll. Und jetzt, welche Stufe war Chris hier? 21, was soll man dagegen machen? Weißt du, er hat sonst welche Waffen und welchen Schutz, keine Ahnung. Okay, ich weiß nicht, ob es Defensive gibt, aber, die Waffen wären definitiv stärker. Das ist so viel weiß ich halt. Oder hast du mehr Schuss und so. Ja. Genau. Jetzt rede ich ja schon wieder in die Ladezeit rein. Das heißt, dass ich die nicht rausschneiden werde. Mal wieder. Ich mache mir hier mal. Schreibe ja gleich mal Folge 3 auf. So. Dann schreibe ich dann die Zeiten auf, die ich rausschneiden muss. So passiert das. Mussi BS. Froststreak. Enoch. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Vielleicht ist es ein Spanier, ein Italiener, ein Russe, ein Slowake, ein Ukrainer, ein Nordkoreaner oder sonst irgendwer. Ich habe auch schon gegen einen Japaner gespielt, obwohl das eigentlich regional sein sollte. Wobei der Japaner auch hier wohnen könnte, rein theoretisch. Aber nein, ein Japaner zieht doch nicht aus Japan weg. So ein tollen Land wie Japan. So. Das steht immer sogar ziemlich gut. Kann er sich mal ordentlich bitte ausrichten? Dankeschön.
Ich sehe schon. Von zwei Seiten! Hier, Arsch! Von zwei Seiten! Was sollte verboten werden? Das ist ja mega OP, wenn ich von zwei Seiten. Was hätte ich denn da machen sollen jetzt? Oh ja. Die gelben Spritzer, ja? Die weißen. Die weißen Lustspritzer kommen jetzt. Hier war doch gerade einer. Arsch. Und tschüss. So, jetzt habt ihr die mal in Aktion gesehen. Boah, ich geh grad mega ab hier. Nee. Mein Gott, okay, jetzt habe ich mich gerade wieder angestellt wie Noob. So. Oh, was macht mein Team dort vorne? Ich weiß es nicht. Granate werfen. Wow. Hallo. Kann ich bitte hoch? Hier wieder mal die Höhle der Löwen. Boah. Das könnte mir tatsächlich etwas gewinnen. Kacke, ich bin genau in so eine Granate reingelaufen. Sekunden noch und was tut mein Team? Es stand doch, es war, sah doch ziemlich gut aus sogar. Was tut denn mein Team da? Der ist ja mal mega. Also, sorry, meine Aktion war scheiße, aber die ist ja noch viel dümmer gewesen, wie der sich angestellt hat. Ja, kein Wunder, dass wir verlieren. Ah, schade. Weißt du, ich will einfach jetzt weinen. Ich hab mich in der Ecke setzen. 60%. Weißt du, wie kann ich denn dann noch zweitschlecht? Guck dir das doch mal an, der hat nicht einen Kill gemacht. So einer kann doch niemals Zweiter werden. So, und da sind wir auch wieder bei derselben Map nochmal. Naja. Ich hoffe, wir haben diesmal ein kompetenteres Team als vorhin. Also, und wie das noch weiter oben, wie so einer noch weiter oben landen kann, weil ich verstehe das nicht. Ja, der spielt doch schon. Ja, gut, der spielt. Ja. Das sollte okay sein. Was mache ich? Hey, spring zur Seite! Okay. Der ist halt schwer, aber in den nächsten Parts auch mal die Waffen ein bisschen angucken. Und ein bisschen damit mal üben, euch vielleicht auch zeigen. So. Gehen wir mal hier hoch und gehen wir mal einen üblicheren Weg. Ich hab doch gedrückt! Ja, das ist bestimmt wieder auch so ein Level 20. Vielleicht werden wir wieder verlieren. Nee. Hat der nicht vorhin eine ganz andere Ulti gehabt? Schass.
hasse diese Waffe. Ich hasse sie nicht nur im Spiel, sondern auch im als Gegner, ey. Und du willst. Also, du liest wenigstens auch geil daran. Dreh dich doch! Ich hab doch gedreht! Mann! Okay, nicht rumheulen. Ja, cool. Cooles Team habe ich wieder. Okay, ich bin selber gerade grandios scheiße. Muss man ja mal sagen. So. Ja, mal einen Moment. Lass das. Ich sag dazu einfach nichts. Vor allem, wieso werde ich denn auch immer vor demselben getötet? Das ist wahrscheinlich so einer, wie er das komplette Team carried. Mann. Ja, irgendwie Schicksack, ey. Das ist schön. Ah, die sehen mich jetzt, ne? Oder was war das? Das wird nichts. Das war nichts. Das war auch gerade just schl. Okay. Wir haben gewonnen. Hab ich nicht mitbekommen. Ah, da ist jetzt Stefan! Kein Arsch, ey. Ja, das war überhaupt nicht gut für die Spiel. Naja, Effekt. Ich habe keine Ahnung, was der bedeutet. Wir spielen auf jeden Fall das nächste. Bis gleich. Und da sind wir auch wieder. Und mittlerweile ist aber auch Super Mario Fan. Ja, will ich auch meinen hier. Ah, sieht ja die bösen Pfeile, guck mal, die sind schon so rot. Die schreien schon nur gut aus. Komm, wir nehmen gleich mal einen anderen Weg. Kannst du mich bitte mal richtig ausgeschrieben? Dankeschön. Wir sollten vor allem nicht immer direkt runter. Aber wer kann das ja direkt einspielen? Warum? Ach, der schießt schneller. Ja, der hat eine bessere Waffe als wir. Ich hab's vergessen. Ah, hab ich schon mal gesagt, dass ich mich nur etwas darüber aufrege. Ist ja runtergesprungen. Ja. Aua. Was bedeutet das? Okay, ist weg. Miep. Schade, da waren zu viele, da hätte ich mich vielleicht nicht ganz so vertrauen sollen. Das ist mit dieser scheiß Minen, ey, ohne Witz. Jetzt, ich kann nur eine werfen, wie viel konnten die jetzt? 18 Millionen? Das sieht wieder nicht so gut aus.
Vor allem kann ich nirgendwo hin. Okay. So, ein bisschen hier noch einfärben. Das sieht nicht so toll aus. Oh. Schade, schade, Marmelade. Naja, wir sehen uns ja eh gleich wieder. Bis gleich. So, und wir sind zurück. Ja, es geht jetzt auch los mit der letzten Runde für diesen Part. Ah, guck mal, mehr eine andere. Kann ich hier hoch? Tatsächlich kann ich auch hoch. So, ein bisschen erkunden erstmal, da hat man die schön. Applaus. Kann man ruhig mal applaudieren. Applaus, Applaus. Ah, wir sind jetzt wieder andersrum. Ah, deswegen. Ich bin mal auf der anderen Seite. Lacker. Einfach nur Lacker. Einfach nur Lacker. Das ist so typisch. Hey, was macht denn der dort hinten links? Der macht doch gar nichts. So. Färben wir ja noch ein bisschen ein. Erstmal ein bisschen Tinte brauchen wir hier. So. Erstmal schön den Kill abstauben, ne? Wo ist der hin? Oh, wir machen es als Zielscheibe. Ja, ich habe meine Assist bekommen. So. Weg mit dir. Oh. Nein. So toll sieht das jetzt aber auch nicht aus. Zu wenig Tinte. So, dann machen wir das noch am Ende. Vielleicht haben wir ja... Das wäre eine schöne Runde, wenn wir die jetzt gewinnen. Ah, das sieht wieder knapp aus. Das sieht wieder ultra knapp aus. Das ist von den Prozenten her überhaupt nicht knapp. Warum ist in allen Runden, wo ich denke... Guck mal, ich war sogar gut. Wir haben auch letzte Runde ein Level abbekommen. Aber ich hoffe, trotz alledem, auch wenn wir jede Runde verloren haben, hat euch dieser Part gefallen. Auf jeden Fall das nächste Mal wieder einschalten zu Splatoon 2. Also dann, tschüss.